Hey Leute, ihr wolltet meine Meinung zu Solo Leveling. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, auf TikTok Mangas zu reviewen, da wurden in jeder Kommentarsektion Stimmen laut, die sich ein Review von Solo Leveling gewünscht haben. Und es war ein Werk, das mir bis dahin unbekannt war. Aber eure Rufe haben mich geweckt, meine Aufmerksamkeit zu diesem Werk gelenkt. Und jetzt kommt auch ein Review auf YouTube. Jawohl! Ein paar Randinformationen, bevor wir auf das Design und die Zeichnung eingehen. Dieses Werk bietet 300 Seiten für 16 Euro. 300 kolorierte Seiten, wohlgemerkt. 16 Euro ist eine stolze Summe, vor allem wenn wir uns überlegen, dass wir jedes Mal 16 Euro investieren müssen, wenn wir das vollständige Werk besitzen wollen. 16 Euro für ein Band, puh, das ist eine Ansage. Werke wie dieses hier, dieses unvergleichliche Meisterwerk, kosten weitaus weniger und bieten zeichnerisch weitaus mehr. 16 Euro, dafür bekommt man übrigens auch sowas. Kolorierte Dragon Ball Mangas, Leute. Oh, Ladies and Gentlemen, starke Konkurrenz, oder? Man muss sich als Manga-Leser immer auch fragen, was kriege ich für das gleiche Geld? Auch als jemand, der Artbooks kauft, sollte man sich fragen, bietet ein anderer Künstler für dasselbe Geld nicht schönere Werke? 16 Euro, dafür kriegt man auch diesen Meilenstein des Manga Akira, Jesus Christ Superstar, das Ding ist heftig. Ich habe es nicht vergessen, auch dazu kommt noch ein Review, Leute. Ich liebe Akira, ich liebe die Ästhetik von Akira. So, kommen wir zum Cover. Ich muss sagen, das Cover gefällt mir sehr, sehr gut. Zunächst einmal, die Bildmitte wird durch dieses Grün, dieses geisterhafte Grün dominiert und ein Kontrast dazu wird hergestellt durch das Lila des Mantels. Und das Geniale ist, die Form des Dolches oder des Messers wird aufgegriffen durch die Bewegung des Mantels und erzeugt eine Einheit. Geil gemacht! Und obwohl das Ganze digital koloriert ist, gefällt es mir, Leute. Ich würde es noch geiler finden, wenn zum Beispiel die lilane Farbe oder das Grün ihren Weg in die Schattierung gefunden hätten. Aber that's okay. Auch der Gesichtsausdruck sieht bombastisch aus, Leute. So lobe ich mir das. Tolle Cover-Illustration. Aber wir wollen sehen, ob das Ganze nicht so ist wie bei den PlayStation-Spielen, wo der Trailer besser als das eigentliche Spiel ist. Wir wollen sehen, ob der Inhalt dem Cover gerecht wird, oder? Klingt doch vernünftig. Also Leute, let's go. Ich habe noch keinen Blick hier rein riskiert. Das hier sind meine ersten Eindrücke. Ey, es ist einfach unvorstellbar, wie viel Arbeit es ist, so ein Comic zu kolorieren. Zumal es nicht gerade wenig Arbeit ist, einen schwarz-weißen Manga zu zeichnen. Ich finde es interessant und auffällig, dass die Seiten nicht vollgekleistert sind mit Panels, sondern immer nur wenige Panels zu sehen sind. Interessant. Und das erleichtert den Lesefluss erheblich, finde ich. Ich weiß nicht, wie alt der Künstler ist oder wie erfahren er ist. Ich kann es nur schätzen. Was mir jetzt schon auffällt, ist, wir bekommen sehr, sehr viele Nahaufnahmen hintereinander zu sehen, Leute. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Zu viele Panels mit Köpfen alleine. Da hätte ich mir ein bisschen Abwechslung gewünscht. Hier genauso, Leute. Das geht nicht. Das ist nicht cool.
Aber schöne Effekte hier. Das sieht lebhaft aus. Hier endlich mal eine interessante Perspektive. Und auch toll koloriert. Gut gemacht. Schon wieder ganze Seiten nur mit Köpfen allein. Da hätte man auch mal einen Ganzkörper-Panel zeigen können. Das hätte man machen sollen. So, das nächste, was auffällt und was sehr gelungen ist, meiner Meinung nach. Der Hintergrund der Panels ist hier weiß und hier ändert sich die Hintergrundfarbe des Panels je nach Darstellung der Panels. Das heißt, sieht man warme Farben in den Panels, wird auch der Hintergrund der Panels warm. Sehr interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und hier genau das Gegenteil. Sind die Panels dunkel, werden auch die Panel-Hintergründe dunkel. Auf sowas müssen wir achten, Leute. Wir wollen aufmerksam sein und die Gedankengänge, die sich der Künstler macht, auch selbst nachvollziehen können. Also, ich bin neugierig, was für Überraschungen wir hier noch zu sehen bekommen. Auch wenn die Perspektiven ein bisschen langweilig waren, bin ich doch interessiert. Also, Atmosphäre kann der Künstler erzeugen, gute Farbwahl. Auch hier wieder ein wechselnder Panel-Hintergrund, interessant. Das sieht dramatisch aus. Diese Figur sieht wirklich angsteinflößend aus. Schönes Panel, schöne Figur. Endlich mal andere Perspektiven. Hier interessanterweise wechselt die Panel, die Farbe des Panel-Hintergrunds nicht, obwohl die Panel selber warm werden. Dieser steinerne Gesichtsausdruck ändert sich hier rasant. Das sieht gut aus. Das sieht angsteinflößend aus und es sieht fast schon ikonisch für die Serie aus. Geil. Ich mag diesen Gesichtsausdruck. Den bekommen wir auch hier zu sehen. Auf jeden Fall ein Eyecatcher.
geile Farbe. Eine Mischung aus Bordeaux und Kirschrot. Gesichtsausdrücke sehen auch ganz vernünftig aus, aber nicht hundertprozentig überzeugend, finde ich. Endlich mal ein bisschen mehr Action hier. Jetzt schwarze Panel-Hintergründe. Jetzt wieder weiße. Schöner gradueller Übergang. So, was ist mein Resümee, Leute? Gute Farbgestaltung, guter Seitenaufbau, langweilige Perspektiven, zu viele Nahaufnahmen, und ich finde, die Gesichtsausdrücke auf den Seiten sind nicht so cool wie auf dem Cover. Dennoch respektable Arbeit, Leute, das alles zu kolorieren. Puh, wie viel Arbeit dahinter steckt, will ich mir nicht vorstellen. Kriegt auf jeden Fall einen Qualitätsstempel. Wir wollen diese Arbeit respektieren. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Macht die Glocke an, Leute. Und so wisst ihr Bescheid, immer wenn ich ein Video hochlade. Ich wünsche euch was. Bleibt cool. See you later.